In dieser Folge unseres BVB-Saves spielen wir ein Achtelfinale in der Champions League. Außerdem unternehmen wir den vierten Versuch, die Bayern endlich zu schlagen. Auf geht's. Ja, das Erste, was wir mal machen, ist einen Blick auf den Terminplan zu werfen. Denn hier seht ihr, dass es einfach im Moment unfassbar gut läuft. Egal, welche Taktik wir wählen. Ich habe euch hier mal die Spalte eingeblendet, in der steht, was für eine Taktik ich in welchem Spiel ja zum Anpfiff ausgewählt hatte. Und völlig egal, was ich gemacht habe, entweder das 4-2-1-3 DM breit. Ich glaube, das ist die Taktik sehr schöner Fußball. Das 4-2-4, das ist das mit Gegenpressing. Oder das 5-2-2-1, das ist die Xabi Alonso-Taktik. Egal, was wir spielen, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und wir gewinnen unsere Spiele teilweise sogar hoch. Ein 6-1 gegen Hertha BSC, ein 4-0 gegen Nürnberg. Gut, diesen Zweitligisten im Pokal, im Viertelfinale. Das heißt, wir spielen auch ein Halbfinale im Pokal. Wir haben 5-1 gegen Bochum gewonnen mit dem 4-2-4. Dann haben wir gegen Leipzig mit unserem 5-2-2-1 gewonnen. Und auch gegen Bochum haben wir mit der Taktik gewonnen. Gegen Hoffenheim habe ich wieder umgestellt auf das 4-2-1-3. Und da gab es ein 0-0. Und da, in dem Spiel waren wir aber auch die bessere Mannschaft. Und hätten dieses Spiel auch definitiv gewinnen können. Also im Moment läuft alles exzellent. Insofern schön, dass ihr wieder da seid und wir endlich wieder ein Spiel verlieren können. So wie es sonst immer läuft. Ich glaube, wir hatten schon mal so eine Serie. Das war hier. Und dann habe ich mit euch gemeinsam das Spiel gegen Barca gemacht und wir haben verloren. Ich hoffe einfach mal, dass das Achtelfinale gegen Feyenoord Rotterdam in der Champions League dann ein bisschen besser läuft, weil der Gegner ist eigentlich einigermaßen dankbar, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Vereinen, die wir da hinten ziehen können. Allerdings muss man auch sagen, dass Feyenoord in der Eredivisie aktuell Tabellenführer ist. Die haben bisher nur ein Spiel verloren gegen Ajax. Sonst haben sie bisher 16 Mal gewonnen, 8 Mal unentschieden gespielt. Also sie sind richtig, richtig gut drauf. Wir können uns nochmal anschauen, wie so die Form ist. Und auch bei denen ist es halt so, dass sie Ewigkeiten kein Spiel mehr verloren haben. Das letzte haben sie am 21. Januar verloren. Das ist schon anderthalb Monate her. Also auch die sind sehr, sehr gut drauf. Unter Trainer Ronny Deiler läuft es immer geiler. Oh Gott. Ja, und heute treffen eben wir auf die. Ich zeige euch mal die anderen Duellierungen im Achtelfinale. Das sind die hier. Die Bayern haben zum Beispiel Liverpool gezogen. Milan hat Tottenham schon 13-0 weggehauen. Juve gegen Barca, Real gegen Man City. Ja, wir haben Inter gegen PSG, Chelsea gegen Benfica und Leipzig gegen Arsenal, die schon 0-1 verloren haben. Und jetzt haben wir also heute den 5. März 2025 und wir spielen gegen Feyenoord Rotterdam und wollen natürlich gewinnen, denn wir wollen weiterkommen als letztes Jahr in der Champions League. Da sind wir ja im Achtelfinale ausgeschieden gegen Porto. Auch eigentlich ein Gegner, wo man denkt, den kann man zumindest schlagen. Ist kein Pflichtsieg, natürlich. In der Champions League gibt es keine Laufkundschaft, aber den kann man schlagen. Und im DFB-Pokal haben wir, nachdem wir das Viertelfinale gegen Nürnberg gewonnen haben, ebenfalls ein vergleichsweise dankbares Los bekommen. No front an alle Magdeburger, aber Magdeburg im Halbfinale ist schon ziemlich krass. Wenn man sich hier mal unseren Verlauf anschaut, seit Achtelfinale, dann haben wir einfach mal St. Pauli, Nürnberg und Magdeburg gehabt, also nur Zweitligisten. Und in der zweiten Runde, ja, war es Heidenheim und die spielen ebenfalls zweite Liga. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel Glück in der Verlosung. Ich weiß nicht, wer die Verlosung macht, aber derjenige hat ein gutes Händchen. Ist wahrscheinlich ein Ex-Bundesligaspieler, vielleicht ein Ex-Dortmunder, ich sehe da irgendwie DD oder sowas, der da die Kugeln aus der Schüssel zieht. Hat er bisher sehr, sehr gut gemacht. Und im anderen Halbfinale treffen eben Gladbach gegen die Bayern. Und im anderen Halbfinale trifft eben Gladbach auf die Bayern und dann werden wir im Finale wahrscheinlich auf die Bayern spielen. Wobei, ist nicht mal vorausgesetzt, weil es weiterhin nicht so wirklich krass läuft bei den Bayern. Die haben ja ihren Trainer gewechselt, da ist jetzt mittlerweile José Mourinho neuer Coach und guck mal hier, die letzten beiden Spiele haben sie beide verloren. 3-4 gegen Porto. War egal, sind trotzdem weitergekommen und dann jetzt 0-1 gegen Frankfurt in der Liga. Frankfurt ist auf Platz 5, die sind also ganz gut drauf, aber das ist dennoch nicht unbedingt der Anspruch der Bayern. Bei uns läuft es extrem gut. Wir sind 9 Punkte vorm HSV und das ist auch der Grund, aus dem wir das Spiel gegen den HSV heute gemeinsam mit euch machen werden, weil es eben gegen den Tabellenzweiten geht. Das ist ein Spitzenspiel in der Bundesliga. Es ist hoffentlich ein 18:30-Spiel, hoffe ich zumindest mal. Es ist kein 18:30-Spiel, es ist ein 15:30-Spiel. Ist aber egal, HSV gegen Dortmund, 15:30, Erster gegen Zweiter. Also ein warmes Gefühl erfüllt mich, wenn ich das lese. Ja, aber was wir zunächst natürlich machen müssen, ist eben das Spiel gegen Feyenoord. Und dafür würde ich sagen, stellen wir jetzt einfach mal eine Mannschaft auf. Achso, wir haben natürlich immer noch einen riesigen Haufen Geld auf dem Transferbudget, weil wir das in der letzten Folge ja nicht für Hato ausgegeben haben. So wie ich das gelesen habe von euch, hättet ihr euch ähnlich entschieden. Ein paar von euch haben sich aber auch gefragt, warum ich nicht etwa einen besseren Stürmer geholt habe oder mich zum Beispiel in der Abwehr verstärkt habe und so weiter und so fort. Es gab generell wieder sehr, sehr viele Kommentare. Ich freue mich immer noch darüber, dass ihr so invested seid und Lust habt mitzumachen, mitzuentscheiden. Also schreibt mir gerne weiterhin eure Meinung dazu in die Kommentare. Was wir im Sommer dann auf jeden Fall machen werden, ist nach einem neuen Stürmer zu suchen, denn wie auch einige von euch bemerkt haben, ist unser Sturm zwar in der Breite okay besetzt, aber in der Spitze nicht so gut. Also wir haben jetzt keinen absoluten Weltklasse-Stürmer, mit dem man in der Champions League ja Ambitionen anmelden könnte. Füllkrug ist zwar ein guter Bundesliga-Stürmer, viel mehr dann halt aber auch nicht und das gleiche gilt für Daniel Malen. Das heißt, da werden wir uns auf jeden Fall mal umschauen. Ich habe auch im Wintertransferfenster nicht unbedingt den krassen Stürmer gefunden, den ich da holen wollte oder für den ich das krasse Geld ausgeben wollte, deswegen ist auch keiner gekommen. Aber für den Sommer habe ich mir auf jeden Fall schon einige Spieler rausgeschrieben, die interessant wären. Maximilian Bayer zum Beispiel ist ja immer noch auf der
Transferliste. Ich habe überlegt, ob ich ihn holen soll. Er ist halt mit seinen 22 Jahren noch relativ jung, kostet nur 12,5 Millionen Euro. Eigentlich ist es ein No-Brainer. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr ihn holen würdet, ja oder nein. Ist natürlich aber auch wieder nicht der Stürmer, der uns auf das nächste Level hebt. So. Und deswegen habe ich ihn halt nicht geholt. Ich wollte jemanden holen, der eindeutig besser ist als Füllkrug, als Malen, als Haller und so weiter und so fort. Und na gut, vielleicht ist das, ne? Vielleicht ist er besser. Ich meine, allein sein Tempo, ja, ist schon ziemlich krass. Und für 12,5 Millionen muss man einen deutschen Nationalspieler eigentlich mitnehmen. Und ich glaube, den werden wir dann wahrscheinlich auch holen. Wenn nicht für den Sturm, dann zumindest für eine inverse Außenstürmerposition auf rechts oder links. Ich glaube, der ist auch einigermaßen beidfüßig. Ja gut, linker Fuß passabel. Ich glaube, den sollten wir holen. Auch eine gute Persönlichkeit und so weiter und so fort. Ja, komm, also Maxi Bayer, den werden wir wohl als erstes mal holen. Aber auch sonst gibt es da ein paar Optionen mittlerweile auf dem Markt, die interessant wären. Wie zum Beispiel Julian Alvarez, der nicht so extrem teuer ist tatsächlich. Der kostet nur 57 bis 69 Millionen. Das ist jemand, auf den ich Bock hätte. Der sieht natürlich ganz gut aus. Mathis Tell wäre auch auf dem Markt. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wie viel der kosten soll. Der spielt bei den Bayern aber definitiv nicht Stamm und dürfte da vielleicht irgendwann unzufrieden sein. Wobei er ist begeistert, weil er nur als Talent vor Durchbruch unterschrieben hat. Ja, insofern, ja, weiß ich nicht. Aber auch das ist ja noch nicht unbedingt der krasse Stürmer. Ja, Pedro wäre noch eine Option. Der ist ziemlich stark. Ein Junge, der nur kurz mal bei Florenz war, sonst seine ganze Karriere, ja, in Brasilien verbracht hat. Vorletzte Saison gerade 20 Tore geschossen hat in der ersten brasilianischen Liga, was definitiv eine Ansage ist und auch für uns dann bestimmt interessant werden könnte. Also es gibt Optionen. Ich bin natürlich weiterhin offen für Vorschläge, falls ihr da jemanden habt, den ihr ja in euren Saves immer holt, der immer funktioniert und der hier auch reinpassen würde, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Weil also bei mir, bei meinen Verpflichtungen, das habe ich auch auf einen Kommentar geantwortet, steht auch ziemlich im Fokus, dass es irgendwie einigermaßen realistisch ist und dass es irgendwie in meine Vorstellung eines guten Transfers für den BVB passt. Ich spiele meine Karrieren ganz gerne ziemlich, also ich versuche sie zumindest einigermaßen realistisch zu spielen. Zumindest so, dass es irgendwie, ja, dass es sich irgendwie richtig anfühlt. Keine Ahnung. Also ich meine, jeder spielt in der FM anders. Ich spiele ihn so, wie er mir gefällt. Ist wahrscheinlich nicht so, wie einige von euch ihn spielen würden, aber ist halt so. Und ja, deswegen hole ich vielleicht einige Spieler nicht, die ihr holen würdet. Oder lasse einige Spieler nicht gehen, die ihr gehen lassen würdet. Ja, kann man vielleicht nicht immer ganz rational begründen, aber es ist dann einfach so ein Gefühlsding, warum ich manche Dinge so entscheide, wie ich sie entscheide. Ich spiele ihn safe halt so, wie ich ihn privat auch spielen würde. Und dann müsst ihr durch. Okay, dann gehen wir mal rüber ins Spiel gegen Feyenoord Rotterdam. Ich stelle mal eine Mannschaft auf. Also zunächst mal schauen wir uns an, wie Feyenoord spielt. Und da haben wir schon mal ein paar Spieler, auf die wir definitiv aufpassen müssen. An allererster Stelle ist da jemand, der im FM immer richtig gut ist. Und das ist Thiago Almada. Das ist jemand, ja, den man vor ein, zwei Jahren immer geholt hat in seinen Saves. Der jetzt für mich auch sehr interessant aussieht. Thiago Almada. Den schreiben wir direkt mal auf die Auswahlliste. Finde ich gut. So scoutet man auch. Also so hat der HSV das früher mal gemacht. Wenn man gegen irgendwen im Testspiel gespielt hat und ein Spieler gut performt hat, dann konnte man sich sicher sein, dass dieser Spieler eine Woche später im Gespräch war beim HSV. Auch Calvin Stanks ist ein guter, deswegen habe ich den auch jetzt auch mal auf die Liste geschrieben. Dürfte wahrscheinlich einigermaßen teuer werden, aber auch ein interessanter Spieler und vor allem auch ein gefährlicher Spieler. Jetzt sind die Spieler nicht interessant, jetzt sind sie gefährlich, weil wir sie gegen uns haben. Deswegen tackle ich den mal hart und versuche ihn zu pressen. Ich glaube, Thiago Almada sollten wir vielleicht am besten sogar in Manndeckung nehmen. Also werden wir wohl mal mit einer Taktik mit Sechser spielen. Ich möchte Feyenoord, die wahrscheinlich Ballbesitzfußball spielen werden, ungerne die Überzahl im Zentrum überlassen und damit Freiraum für Almada, für Wiefer, der auch ziemlich gut am Ball ist, der auch in der Realität, meine ich, eine ziemlich gute Saison spielt. Junge, der ist 102 bis 120 Millionen wert. Er ist ja absolut krass, 25 Jahre alt. Crazy! 102 bis 120 Millionen. Wahnsinn. Sonst hätte ich gesagt, ist ja auch interessant. Mentale Attribute sind richtig gut. Frendrup ebenfalls auf der 6. Ich glaube, Wiefer, den tacklen wir auch mal hart. Der sieht auch gefährlich aus. Hartmann ist jemand, den ich mir angeguckt habe für eine potenzielle Verpflichtung auf Linksaußen. Auch der sieht stark aus. Und auf Rechtsaußen habe ich mir natürlich Gerd Rüder angeguckt, der aber in halb Europa im Gespräch ist, in der Realität, wie auch hier im Football Manager. Zumindest war er das und war auch dann verdammt teuer, viel zu teuer für das, was er mitbringt, finde ich. Ja, aber dennoch werden wir mal versuchen, die beiden auf ihren schwachen Fuß zu zwingen, weil die wahrscheinlich ziemlich viel mit nach vorne gehen werden. Facundo Torres, den kenne ich noch aus einem Rebuild, den ich gemacht habe. Ich will jetzt nicht zu viele Teamanweisungen geben, weil ja, kann auch irgendwann zu viel sein und dann zieht man die Mannschaft auseinander. Jetzt muss ich erstmal eine Mannschaft aufstellen, die es mit Feyenoord aufnehmen kann. Okay, ich habe mich für das Spiel gegen Feyenoord erstmal für diese Taktik hier entschieden, weil sie uns im Zentrum, ja, ziemlich viele Spieler gibt. Wir haben den tiefen Sechser mit Emre Can, wir haben mit Sabitzer einen Register, der auch gut darin ist, gegen den Ball zu arbeiten. Ich habe mich hier gegen Toni Kroos entschieden, eben weil Sabitzer physisch besser ist, weil er mental besser ist, weil er technisch besser ist. Ich habe auch das Gefühl, dass Sabitzer beim BVB so ein bisschen ein unterschätzter Spieler ist, zumindest im Football Manager, denn da ist er richtig, richtig gut. Und
auch in der Realität ist es ein Spieler, der mir immer sehr gut oder oft sehr gut gefällt, wenn er spielt. Ich gucke aber natürlich auch nicht jedes BVB-Spiel. Deswegen, ja, keine Ahnung. Bino Gittens lassen wir mal auf links spielen. Ich habe auch überlegt, vielleicht Karim Adeyemi spielen zu lassen, weil der in den letzten Wochen eigentlich ziemlich gut drauf war. Und ja, aber Bino Gittens möchte ich eben auch ganz gerne spielen lassen. Deswegen fangen wir mal mit Bino Gittens an und bringen dann Karim Adeyemi, wenn es vielleicht irgendwie ein bisschen, ja, wenn da kein gutes Spiel macht. Jean Mario auf rechts, der noch ein bisschen reinfinden muss. Bisher noch nicht so die krassen Leistungen gezeigt. Morgala, De Vrij in der Innenverteidigung, Schlotterbeck leider verletzt. Benzebaini auf links. Wir haben Reynolds, Mesala, Füllkrug im Sturm und Rooney auf rechts. Kann sein, dass ich jetzt ein paar Spieler doppelt genannt habe. Ist aber egal. Wir gehen rein in das Spiel gegen Feyenoord Rotterdam. Ich hoffe, dass wir, also mit, vielleicht will ich sogar mit, ups, jetzt habe ich zu wenige Auswechselspieler mitgenommen. Naja, ärgerlich. Ich hoffe, dass wir ja, zumindest unentschieden spielen. Wir sind gut drauf und haben eine Serie, lass uns die fortführen. Nein, ich hoffe nicht, dass wir unentschieden spielen. Ich will dieses Spiel natürlich ganz gerne gewinnen. Auch wenn es ein Auswärtsspiel bei Feyenoord ist, die gerade richtig gut drauf sind. Aber wir müssen hier natürlich mit breiter Brust anreisen. Und das tun wir irgendwie auch. 78% Ballbesitz schon mal in den ersten 8 Minuten. Das gefällt mir gut. Jetzt aber die erste Szene vielleicht für Feyenoord. Gertrüder mit dem Einwurf auf Calvin Stengs. Wieder Gertrüder. Geht ein Stück. Hat viel zu viel Platz. Und Kobel muss hin. Erste gute Chance für Feyenoord Rotterdam. Da sahen wir nicht gut aus. Waren viel zu passiv. Almada mit der Ecke. Wifa mit dem Kopf. Und der war nicht so schlecht. Der war echt nicht so schlecht. Benzebaini bisher bester Mann. Emre Can macht das ganz gut. Feyenoord mit mehr Abschlüssen in den ersten 23 Minuten. Jetzt aber vielleicht mal unsere erste Szene. Rooney. Morgala bauen das Spiel von hinten auf. Sabitzer, Morgala. Machen es ziemlich eng. Ne? Die, ja, wird schwer, sich da hinten rauszuspielen. Müssen wir mal beobachten, wie das aussieht. Gio Reyna jetzt. Wird er angegriffen. De Vrij, Bino Gittens. De Vrij, Emre Can. Stellen es gut zu, das Zentrum. Wir müssen mal einen Pass finden, der durch eine Lücke durchgeht. João Mario jetzt über rechts. Kann vielleicht meine Flanke bringen. Macht da Rooney. Rooney mit links. Und wir führen 1-0. Das war der erste gefährliche Angriff von uns. Und damit fällt auch das erste Tor. Schön gespielt. João Mario, eben habe ich noch gesagt, er ist bisher noch nicht so wirklich reingekommen. Das stimmt auch. Aber das macht er ganz gut. Guter Ball auf Rooney. Der hat die Ruhe, legt ihn sich nochmal auf links. Und ein wundervoller Abschluss in die lange Ecke. 1-0 für den BVB. Jetzt aber wieder Feyenoord über Gertrüder, über Almada. Trauner, Frendrup wird angegangen von Sabitzer. Glaube ich. Ja, ist Sabitzer. Vegas, Frendrup. Thiago Almada, der da, trotzdem wir ihn decken wollen, ein bisschen zu viel Platz hat. João Mario ist aber da, um ihn zu blocken. Und es gibt eine Ecke für Feyenoord. Sind eigentlich ganz gut besetzt in der Hintermannschaft. De Vrij fliegt da rein. Köpfchen raus. Sehr gut. Und wieder Einwurf von Gertrüder. Ich glaube, jede Szene, die wir bisher gesehen haben, von denen, startete über einen Einwurf von Gertrüder. Stengs! Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Also Feyenoord ist hier bisher die bessere Mannschaft, muss man sagen. Aber ist egal. Wir führen mit 1-0. Trauner. Wieder auf Stengs. Über rechts passiert sehr viel. Wifa spielt da scheinbar als Segundo Volante. Geht da bis mit in den Strafraum. Das sieht sehr gefährlich aus. Lass uns den mal pressen. Der hat natürlich an der Stelle, an der Gio Reyna steht, auch einen ganz guten Kanal, durch den er nach vorne gehen kann. Reyna ist da nicht wirklich eine Barriere. Nächste gute Chance von Feyenoord währenddessen. Ecke Stengs jetzt. Kurzer Pfosten, Sabitzer erklärt. Füllkrug ist da. Okay, wir haben zunächst mal wieder geklärt. Almada, Stengs, Gertrüder, Stengs, Trauner. Ich überlege, ob ich vielleicht Reyna rausnehme. Da irgendwie sowas wie einen Ball oben in der Mittelfeldspieler reinstellen. Ein bisschen defensiver werden. Ich meine, wir führen hier 1-0 bei Feyenoord. Ich habe kein Problem, hier ein bisschen defensiver zu werden und ein gutes Ergebnis mit nach Dortmund zu nehmen. Wieder ein Wurf, Gertrüder. Das ist, so langsam ist es kein Zufall mehr. Wifa mit dem Schuss. Wir sind aber dazwischen. Können wir kontern? Füllkrug ist da vorne ganz alleine. Muss jetzt abspielen. Macht er auch. Bino Gittens. Aber nichts passiert. Und es ist Halbzeit. Wir führen 0-1. Es ist nicht unser bestes Spiel. Mit Abstand nicht. Ich bin unzufrieden mit dem, was ich vom Team gesehen habe. Gregor Kobel ist uns... Ja, gut. Also Gregor, du machst es gut.
Er ist auch glücklich damit. Und vielleicht mache ich es tatsächlich mal so, dass ich Gio runternehme. Der ist ja ein bisschen, der ist auch wahrscheinlich der schlechteste Spieler auf dem Platz, was die Bewertung angeht. Ich glaube, wir tun das einfach mal. Auch wenn es vielleicht ein bisschen drastisch wirkt. Aber ich stelle hier mal einen Ball oben in der Mittelfeldspieler auf Unterstützen auf. Karasor macht die Tiefe 6. Und wir werden jetzt ein ganzes Stück defensiver. Was aber okay ist, wie gesagt. Ich bin gespannt, inwiefern das Spiel jetzt ändert. Die wechseln auch. Patrick Wollemar kommt für Kevin Stanks, der wahrscheinlich müde ist oder angeschlagen. Tippe ich mal. Mal schauen, was sich dadurch ändert. Und wieder kommt Feyenoord über rechts, über Wollemark. Wiefer gegen Can. Ja, der Wiefer ist richtig krass, ne? Bisher der gefährlichste Spieler von Feyenoord. Wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel hier. Ecke Almada. Da ist er schon wieder, der Wiefer. Wie groß ist der eigentlich? Sehen wir auch 1,90 groß oder sowas, ne? Zumindest sieht das von hier in der Match Engine so aus. Freistoß für Feyenoord? Er spielt auf den Ball. Schiri. Gute Position. Almada kann Freistöße. Almada gegen Kobel. Latte. Nächste Ecke. Wollemark. Oh, wieder muss Kobel hin. Lass uns mal ein bisschen höher stehen. Das machen wir mal. Und lass uns den Ball mal auf die Außen abspielen und das Spiel schnell fortsetzen. Wenn wir den Ball hinten bekommen. Ich glaube, das ist keine so ganz schlechte Idee. Dann bringe ich eventuell gleich mal Karim Adeyemi auf rechts. Dann haben wir mit Adeyemi und Bino Gittens zwei schnelle Flügel, mit denen wir gut kontern können. Wieder Freistoß Feyenoord. Wollemark bringt ihn rein. Zweiter Pfosten. Kommt nicht so gut. Trauner sammelt den zweiten Ball auf. Und rechts außen ist wieder viel Platz für Wollemark. Wiefer. Wollemark. Wiefer mit der Hacke zurück auf Wollemark. Das ist schon krass, ne? Das ist schon wirklich krass. Ich mach's mal so. Karaso nur ein DM auf Verteidigen. Wir lassen das mal mit der tiefen 6. Und ja, Benze Baini ist ein bisschen müde. Bino Gittens sehr unauffällig. Vielleicht bringe ich auch einfach Karim Adeyemi für Bino Gittens. Dann haben wir mit Adeyemi und Rooney. Gut, Rooney ist auch nicht langsam. Ist jetzt nicht der schnellste. Machen wir es vielleicht einfach mal so. Das ist, glaube ich, erstmal mein zweiter Wechsel. Wir werden mal ein bisschen aggressiver. Wir gehen mal ein bisschen mehr Risiko in unseren Aktionen. Wenn es hier am Ende 0-1 ausgeht, völlig okay, geht's aber nicht. Es geht nicht 0-1 aus. Sebastian Vegas macht das Tor. Feyenoord gleicht aus. Und wir haben hier wirklich einen sehr, sehr, sehr harten Gegner. Wieder ist es ein Standard. Also wir lassen viel zu viele Standards zu. Das geht so eigentlich nicht. Emre Can ist dazwischen jetzt. Was mir Sorgen bereitet, ist, dass wir uns nichts herausspielen. Jetzt vielleicht mal wieder über Rooney und João Mario, der da geht. Ist ein bisschen Wiese vor sich hat. Mario müsste mal einen ausspielen oder jetzt eine gute Flanke bringen. Mario, Ball kommt und das wäre fast ein Eigentor gewesen. Hartmann war es, aber Bailo bleibt da konzentriert. Ecke Rooney. Ball fliegt erstmal raus. Rooney bekommt ihn zurück. Das Highlight ist wieder vorbei. Füllkrug vorne auch schon ziemlich müde. Auch von dem sieht man wenig. Auch ein Unentschieden würde ich nach dem Spielverlauf hier eigentlich ganz gerne nehmen. Ehrlich gesagt. Torres. Almada. Almada gegen Morgalla spielt den Ball raus. Wifa. Karasor. Kein Elfmeter. Bei diesen Situationen habe ich immer Angst vor Elfmetern. Emre Can muss da nicht unbedingt dann gehen. Trauner. Wollemark. Jimenez! Gregor Kobel ist hier absolut Mann des Spiels. Ich bring mal Bissek auf rechts. Nee, das ist auch dumm. Das mache ich nicht. Oh, schwieriges Spielchen, ne? Richtig schwieriges Spiel, muss man sagen. Ich nehme Emre Can aus, bringe Gio Reyna. Machen das mal so rum. Füllkrug geht runter, dafür kommt Daniel Malen. Einen Wechsel hätten wir jetzt noch. Ich glaube, wen nehme ich denn noch runter? Ich glaube, ich bring einfach mal Bissek für Benze Baini, um da die linke Seite zuzukriegen. Auch wenn das alles sehr, reagierend ist, also wir agieren wenig in diesem Spiel, wir reagieren nur darauf, was Feyenoord macht. Das ist eigentlich nicht so die Position, in der ich mich gerne befinde im FM. Aber das Spiel gibt es irgendwie nicht so wirklich her. Wir haben, oh, guter Ball, wir haben wenig Szenen, 50-50 Ballbesitz, aber wir machen absolut überhaupt nichts draus. Vielleicht ja jetzt. Bissek auf Adeyemi. Die stellen unseren Spielaufbau auch ziemlich gut zu.
Ich hätte gedacht, dass es vielleicht besser wird, wenn wir Karasu einen vorziehen. Nicht mehr als tiefe 6 spielen lassen, sondern einfach als normalen Sechser. Hat aber scheinbar nicht so wirklich was gebracht. Jetzt kommt wieder Feyenoord. Also wir werden den Ball sehr schnell los. Dabei geht schnell nach vorne und ist dann auch schnell wieder weg. Vreendrup. Vegas. Viva. Oh, Mario ist dazwischen. Jetzt haben wir vielleicht mal wieder eine Möglichkeit über Jean Mario. Mario. Schade, Sabitzer vielleicht aus der Entfernung. Sabitzer trifft. Ist das unverdient. Aber wir nehmen es mit. Wir nehmen es sowas von mit. Und zweimal ist es ein guter Lauf von Joao Mario über rechts, der das Spiel eröffnet. Dieses Mal kommt die Flanke nicht ganz so gut. Gertruida spielt ihn raus. Almada auf Sabitzer. Der fackelt dich lange, zieht einfach mal ab. Bailo kann den vielleicht sogar halten. Sah jetzt nicht komplett unhaltbar aus. Aber wir führen hier 2-1 in Rotterdam. Und jetzt haben wir nochmal eine Möglichkeit. Über Daniel Malen vielleicht. 82. Minute, Rooney. Wechselt die Seite, Adeyemi mit sehr viel Platz, den darf man ihm eigentlich nicht geben. Adeyemi im Zentrum ist Malen. Malen kommt mit links. Bleibt leider hängen. Nicht eine sehr gute Chance für uns. 84. Jetzt muss Feyenoord hier aufpassen, dass ihn das Spiel nicht entgleitet. Aber sie sind wieder in altvertrauter Ballbesitzsituation. Karasor dazwischen spielt ihn auf Mario. Können wir jetzt nochmal kontern? Jetzt funktionieren auch die Konter auf einmal über Rooney. Rooney spielt den Ball nicht so gut. Aber wir bleiben im Ballbesitz über Matcher, Joao Mario, Morgalla. Ja, kann ich jetzt hier auf Sabitzer spielen. Sehr gut, Sabitzer, Adeyemi. Adeyemi macht er gut, Adeyemi macht er richtig gut. Ist das stark, ne? Ist das stark! Karim Adeyemi macht das 3-1 in der 85. Minute. Und damit sieht es sehr gut aus. Geil! Und eigentlich, wenn man sich diese Situation anguckt, es ist keine Gefahr da. Eigentlich ist keine Gefahr da. Es ist nur die Aktion von Adeyemi gegen Trauner, der hier sehr hüftsteif wirkt, die das Spiel eröffnet. Er geht außen vorbei, Trauner denkt, er geht innen vorbei. Adeyemi geht nach außen, hat dann auf einmal Platz. Hat nur noch den Torwart vor sich und schießt das Ding rein. Und damit bestätigt er das, was ich vorhin gesagt habe. Adeyemi ist richtig gut drauf. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe ja in den letzten Folgen immer gesagt, dass Adeyemi nicht so mein Lieblingsspieler beim BVB ist. Ich habe nichts gegen ihn persönlich oder so. Aber ja, irgendwie mochte ich ihn immer nicht so gerne. Wenn er jetzt aber so spielt, dann kann sich das auch ganz schnell ändern. Richtig gutes Ergebnis, auch wenn wir nicht unser bestes Spiel gezeigt haben. Feyenoord hier die klar bessere Mannschaft war. Nehmen wir das 3-1 natürlich sehr gerne mit. Gute Arbeit von ihm hier, das war richtig klasse. Wobei, es war nicht klasse. Es war gut. Wenn du Champions-League-Spiel auswärts 3-1 gewinnst, dann ist es gut. Ohne Wenn und Aber ist ein gutes Ergebnis. Dyla ist enttäuscht. Geil. Ich nicht. Sabitzer, loben wir. Gutes Spiel gemacht. Und jetzt geht's rüber zum Spiel gegen den HSV. Wer nebenbei ganz gut performt, tatsächlich ist Noah Darwich. Ich habe ihn eigentlich ja erstmal nur geholt als Talent und wollte ihn eventuell sogar verleihen. Habe ihn jetzt aber schon ein paar Mal eingesetzt. Und er hat es ganz gut gemacht. 3 Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen in der Bundesliga. Da kann man überhaupt nicht meckern. Durchschnittsnote von 7,4. Das heißt, er wird auch in den nächsten Wochen immer mal wieder Einsätze bekommen. Er hat sich verdient, jetzt schon mit seinen ersten Auftritten. Ich denke, auch die Fans wollen mehr sehen von dem jungen Riesenteil. Talent. Ja, ich bin gespannt, was aus ihm noch wird. Vielleicht lassen wir ihn jetzt einfach gegen den HSV spielen. Vielleicht ist das ein ganz guter Moment, um ihn nochmal, um sich ihn nochmal anzuschauen. Dann entwickelt er sich natürlich nochmal ein bisschen schneller. Julian Brandt, ja, der ist sehr, sehr unzufrieden. Wir können auch generell mal hier auf die Übersicht gucken. Malen, Brandt, Moukoko sind alle unzufrieden. Moukoko, weil ich ihm versprochen habe, ihn zu verleihen. Ja, ich habe mich dann aber dagegen entschieden, weil Haller ja gegangen ist. Außerdem, ja, Julian Brandt möchte gerne mehr spielen. Habe ich ihm mal versprochen. Hat aber auch nicht so ganz funktioniert. Und jetzt ist er sehr unzufrieden und das ist ein bisschen kontrovers im Kader auch. 5 Spieler stimmen ihm dazu, sagen, er müsste mehr spielen. 2 Spieler sagen, nein, er muss nicht mehr spielen, das ist schon okay so. Überraschenderweise sind das genau seine Konkurrenten auf den Positionen, auf denen er gerne spielt. Aber hey, muss ja nichts heißen. Und Daniel Malen sagt, er ist unzufrieden darüber, dass er sich im Verein nicht mehr erwünscht fühlt, weil ich ihn ein paar Mal zum Transfer angeboten habe. Ja, hat er recht. Was soll ich sagen? Wir können auch mal einen kleinen Blick auf unsere Leihspieler werfen, wie die sich so machen. Ist doch jetzt ein ganzer Haufen. Wer es sehr gut macht zum Beispiel, ist Julian Rajkov. 7 Tore, 2 Vorlagen bei Nürnberg entwickelt sich auch ganz gut. Das freut uns. Marcel Lotka bei Gazişehir Gaziantep. Okay, schön. Macht auch ganz gut. 7,3 Durchschnittsbewertung. Claudio Echeverri spielt hier eine Rolle bei uns in der zweiten Mannschaft. Mal gucken, was wir mit dem dann nächstes Jahr machen, ob wir ihn verleihen oder was auch immer. Kjell Wädchen bei Mechelen macht es ganz gut. Spielt auch viel, was wichtig
wichtig ist. Genau das gleiche trifft auf Gabriel Misuhui zu. Bei dem müssen wir nochmal schauen, wo die Entwicklung hingeht. Kann sein, dass wir ihn nächstes Jahr dann nochmal verleihen, weil noch ist er eben nicht so ganz gut genug, um hier eine gute Rolle zu spielen. Da würde dann auf der Bank versauern. Das möchte ich nicht. Der ist ziemlich talentiert. 5-Sterne-Talent, glaube ich, von unseren Co-Trainern bescheinigt bekommen. Also ja, soll er sich auch entwickeln und das kann er eigentlich nur, wenn er spielt und das kann er nur, wenn er verliehen ist, weil er hier nicht spielen wird. Das gleiche gilt für Sverre Halsteth-Nippan. Der ist schon vielleicht ein kleines bisschen weiter. Vielleicht auch nicht. Vielleicht täuscht mich nur das eine grüne Attribut, was er hat, aber auch der spielt bei Troyes oder bei Troy. Weiß ich gar nicht, wie die ausgesprochen werden. Troy oder Troyes. Ist er nur Rotationsspieler, hat aber schon 4 Einsätze gehabt. Ist ganz nice. Durand will bei Köln 5 Einsätze gehabt. Mal gucken, was da noch so passiert. Beste bei Mallorca. Der wird ja wechseln zu Mallorca. Ich glaube, da haben wir eine feste Verpflichtung ausgehandelt und Paris Brunner entwickelt sich super gut bei Excelsior Rotterdam. Ist es Excelsior? Ja, ist Excelsior Rotterdam. Hat da auch schon 3 Tore geschossen und ja. Und jetzt spielen wir erstmal gegen den HSV. Ich glaube, wir werden einfach mit der gleichen Taktik wieder reingehen. Das sah ja eben gar nicht so übel aus. HSV spielt mit einer engen Raute. Ich glaube, da ist die Taktik ganz gut für. Wir gehen mal nicht mit dem 4-2-4 oder dem 5-2-2-1. Achso, diese Taktik habe ich übrigens ein bisschen angepasst im Vergleich zur letzten Folge. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt und bin da auch auf das Video von Oldschool Gaming Team gestoßen, der sich die Aufgabe im FM gemacht hat, ja eine Taktik für den FM zu bauen, die so aussieht wie die Taktik von Xabi Alonso. Und der hat sich dann so ziemlich das hier ausgedacht. Ich habe ein paar Rollen angepasst, weil sie vielleicht ein bisschen besser auf unsere Jungs passten, aber im Grunde ist es im Großen und Ganzen die Idee, die Oldschool Gaming Team hatte. Fand ich sehr schlüssig, fand ich cool, deswegen habe ich mir das Ganze einfach mal angeschaut und zum großen Teil selbst umgesetzt. Shoutout geht raus, falls euch für eine FM interessiert. Das tut ihr wahrscheinlich, wenn ihr hier zuguckt, dann lohnt sich sein Kanal auch. Macht gute FM-Videos. Ja, und dann haben wir noch diese Taktik hier. Aber wie gesagt, wenn der Gegner mit einem 3 im Mittelfeld auftritt, dann scheue ich mich immer etwas davor, mit einem 4-2-4 reinzugehen, weil ich dann die Sorge habe, dass wir vielleicht im Zentrum etwas zu sehr dominiert werden, wie das ja gerade gegen Feyenoord auch ein wenig der Fall war. Wobei, da war es eher auf rechts außen. Deswegen würde ich ganz gerne mit dieser Taktik hier reingehen. Wir werden ein bisschen durchtauschen, weil wir natürlich Spieler haben, die ein bisschen müde sind. Ja, Tom Roth ist leider immer noch verletzt, was ein bisschen bitter ist. Den hätte ich jetzt hier gerne spielen lassen eigentlich. Riasson ist leider auch noch nicht wieder fit. Das heißt, João Mario muss wahrscheinlich spielen. Ja, schwierig. Also rechts hinten ist es immer noch etwas kompliziert. Wir könnten das auch Sabitzer machen lassen. Naja, ich stelle mal eine Mannschaft auf und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich fertig damit bin. So, Freunde, das hier ist unsere Mannschaft für das Spiel gegen den HSV und das ist ein Team, das etwas anders aussieht als die Mannschaft, die wir gerade eben gegen Feyenoord auf dem Platz gesehen haben. João Mario spielt wieder auf rechts, auch wenn er ein bisschen müde ist, aber der ist da aktuell leider unsere einzige Option, weil Riasson noch an einer Verletzung laboriert. Der kann bald wieder spielen, noch aber nicht, deswegen muss Mario weitermachen. Kroos kommt rein, neben Emre Can. Noah Darwich lassen wir einfach mal als Mesala spielen. Ich möchte den gerne mal in der Rolle sehen. Bin gespannt, wie das aussieht. Adeyemi auf links. Der hat sich den Einsatz definitiv verdient. Füllkrug im Sturm. Brandt auf rechts. Wir haben Schlotterbeck als inverser Flügelverteidiger. Der war verletzt, ist jetzt wieder da. Kann 45 Minuten spielen. Wir lassen ihn mal die 45 spielen. Bringen dann zur zweiten Halbzeit wieder Benze Baini. Den habe ich mal runtergenommen, weil auch er ein bisschen müde war. Wir haben ja gleich noch ein Rückspiel gegen Feyenoord, in dem ich ganz gerne auf die beste Mannschaft zurückgreifen würde. Und ansonsten Mané in der Verteidigung neben De Vrij, weil ich Morgalla eine kleine Pause geben wollte. Auch da können wir dann vielleicht De Vrij immer nochmal austauschen und Bissek bringen, je nachdem wie das Spiel läuft. Ja, Brandt lasse ich mal wieder spielen. Vielleicht hilft das seiner Unzufriedenheit. Achso, Brandt hat übrigens verkündet, dass er am 30.06.26 ablösefrei wechseln möchte. Das ist am Ende seines Vertrags, 26. Das heißt, wir werden auf jeden Fall versuchen, den noch zu verkaufen irgendwie, noch irgendwie Profit aus ihm zu schlagen. Ja, lasse ich ihn dann spielen? Jetzt, wo ich mir das überlege, wenn er eh geht, dann lasse ich doch lieber den unzufriedenen Moukoko spielen und lass Brandt ein bisschen auf der Bank versauern. Kann er vielleicht im Sommer schon gehen. Wobei, wenn ich Geld für ihn haben möchte, dann muss ich ihn eigentlich spielen lassen. Komm, ich lass Brandt mal spielen, mal sehen, was passiert. Und joa, dann nehmen wir nochmal Beino Gittens mit und gehen in das Spiel gegen den HSV. Auf geht's. So, Spiel läuft. HSV gegen Dortmund. Spitzenspiel in der Bundesliga. Erster gegen Zweiter. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Erste Aktion erstmal. Julian Brandt wird von Gragera getackelt. Und weiter geht's. 50 Minuten sind durch und wir haben direkt das zweite Highlight. Langer Ball von Heuer Fernandes auf Quarteng. Ball kommt aber nicht an. Adeyemi. Reis, wieder Adeyemi. Zurück auf De Vrij und der passt nicht auf. Glatzel ist durch. Glatzel ist durch und schiebt den Ball am Tor vorbei. Oha. Stefan De Vrij. Ich würde mir wünschen, dass er das seltener tut. Adeyemi verliert den Ball. Karim, Junge, konzentrier dich. Laszlo Benes, der kann aus der Entfernung abziehen. Macht er zum Glück nicht. Miro Muheim jetzt über links. Muheim kann flanken, macht er auch. Glatzel kann köpfen, macht er auch. Kann treffen, macht er auch. 1-0 HSV nach 3 Minuten. Perfekt. Perfekt.
Lass uns direkt mal, also der HSV wird hier wahrscheinlich sehr, sehr viel über Flanken kommen. Lass uns direkt mal die beiden Flügelverteidiger pressen und auf den schwachen Fuß zwingen. Möchte ungerne eher ein Flankengewitter sehen. Aber wenn wir da Robert Glatzel haben und Pepi ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, ja, Kopfballtechnik 16, dann könnten wir da relativ schnell ein Problem kriegen. Wir haben schon ein Problem gekriegt. Der HSV ist hier erstmal die bessere Mannschaft. Wir haben zwar mehr Ballbesitz, aber es ist das alte Problem, dass wir uns da ein bisschen zu wenig bei rausspielen. 26 Minuten sind durch, noch nicht so viel passiert für uns. Jetzt Einwurf Jean-Mario auf Toni Kroos. Der dreht sich, hat keinen, spielt den Ball zurück auf Mané. Mané auf Kobel. Emre Can, der ist tiefer Sechser, wieder einrückt. Zwischen die Innenverteidiger geht guter Ball. Füllkrug. Ah, hätte ihn durchstecken können, entscheidet sich dagegen. Füllkrug immer noch. Füllkrug versucht ihn auf Brand zu spielen. Muheim Claire, Jean-Mario mit ein bisschen Platz könnte flanken. Macht er? Nicht. Brand! Macht ihn nicht. Oh mein Gott. Das war eine hundertprozentige. Eine absolut hundertprozentige. Ecke Kroos. Schonlau ist da, klärt. Schade. Brand spielt hier eine 6,3. Wahrscheinlich, weil er diese hundertprozentige gerade ausgelassen hat. Also wenn er so weiterspielt, dann, ja, dann müssen wir ihn vielleicht doch runternehmen. Ja, erste Halbzeit ist rum und der HSV führt hier mit 1:0. Ist die leicht bessere Mannschaft, auch wenn wir mehr vom Spiel haben. Ich bin nicht wütend, ich bin einfach nur enttäuscht. Die Großteil der Mannschaft ist motiviert, bis auf Brand, der ist enttäuscht. Lass ihn mal runternehmen. Ich glaube, das müssen wir uns jetzt nicht noch antun. Ich möchte vielleicht auch mal wieder Marco Reus bringen. Das ist sein letztes Jahr. Der hat noch was im Tank, auch wenn er physisch zwar nicht mehr der krasseste ist, aber ich glaube, dass wir von dem noch etwas sehen können. Noah Darvig auch bisher nicht so wirklich in Erscheinung getreten. Lass uns vielleicht das Tempo mal ein bisschen hochschrauben, Passspiel mal ein bisschen vertikaler, ein bisschen zielstrebiger einfach spielen. Wir nehmen Schlotterbeck runter und bringen dafür Benze Baini. Das war eh der Plan. Also Doppelwechsel zur Halbzeit. Mal gucken, was es bringt. Freistoß Toni Kroos aus 40 Metern. Will ich ihn da jetzt reinlupfen? Ja, kommt nur auf Kagera. Hat aber nochmal einen zweiten Versuch. So viel Platz darf man ihm eigentlich nicht geben. Oder auch doch. Oh, was für ein Fehler! Was ein Fehler von Kagera. Passt den Ball direkt auf Niklas Füllkrug. Eieieiei. Da führst du als HSV hier 1:0 gegen den BVB und dann kommt so ein Riesenfehler von einem Innenverteidiger. Irgendwie, irgendwie passt das zu gut. Oh mein Gott. Unfassbar. Füllkrug 1:0 nehmen wir mit. 1:1 natürlich. Jetzt kommt aber wieder der HSV über Sebastian Schonlau. Ich hätte gern noch so einen Fehler vielleicht. Oh, spielen sie gut. Spielen sie richtig gut. Glatzel ist durch. Glatzel gegen Kobel. Glatzel trifft. 2:1. Mann, haben die da ein Riesenloch gerissen, ne? Echt verrückt. Guck mal, Glatzel wird angespielt und sowohl Can als auch, wer auch immer das hier ist, Mané gehen da raus. Dadurch entsteht eine riesige Lücke. Quarteng bekommt den Ball, Glatzel läuft durch und ja, da ist es passiert. Die komplett falsche Entscheidung von Mané, da muss er die Position halten. Oder Can, ist mir eigentlich scheißegal. Also einer von beiden darf nicht rausgehen und da so einen Raum entstehen lassen. De Vrij macht kein gutes Spiel. Wir nehmen mal Stefan De Vrij runter. Ich bringe mal Bissek rein. Gefällt mir nicht. Außerdem nehmen wir mal Mario runter. Sabitzer kann auch Flügelverteidiger spielen, wenn auch nicht so wirklich krass. Jetzt haben wir noch, ja gut, einen Wechsel habe ich damit noch. Den spare ich mir mal noch auf. Füllkrug ist auch ziemlich müde. Ist auch ängstlich, was natürlich auch problematisch ist. Noah Darvig bisher auch relativ unauffällig. Ich lasse ihn einfach mal einen Spielmacher spielen. Mal gucken, was das ändert. Er schlägt da mal in die Ecke von der Seite. Adeyemi. Adeyemi trifft. Nee, Bissek. Es ist Biseks erstes Tor für den BVB. Wird er eigentlich nur angeschossen. Trotzdem Glückwunsch. Zum ersten Tor. Die Ecke von Darvig ist nicht wirklich gut. Ich weiß gar nicht, warum Toni Kroos die gar nicht von da schießt. Adeyemi schießt Bissek an und der Ball schlägt hinten im Netz ein. Zwei sehr unglückliche Tore aus HSV-Sicht. Ich komme nicht davon weg, das Ganze aus HSV-Sicht zu sehen. Und wir haben mich hier wieder ausgeglichen. Benze Baini jetzt, über links. Benze Baini, Kroos! Toni, Junge. Toni Kroos. Den muss er machen. Jetzt wollen wir dieses Spiel hier natürlich noch gewinnen. Nochmal mehr fordern. Ich benutze die Zurufe in diesem FM irgendwie relativ wenig. Ich weiß auch nicht, warum. Mané auf Reus, da kommt an. Ja, Reus macht das gut. Der Captain am Ball. Oh, der Captain macht das sehr gut. Füllkrug. Füllkrug! Pfosten. Schade. Viertelstunde jetzt noch zu spielen. Jetzt ist, glaube ich, der Moment, um einen neuen Stürmer zu bringen. Jetzt ist der Moment, um Youssoufa Moukoko in den Sturm zu stellen. Er ist besorgt. Da werden wir mal ein Einzelgespräch führen. Versucht, das entscheidende Tor zu machen. Er ist immer noch besorgt. Okay.
Vielleicht macht das trotzdem. Wäre ganz nett. Würde mich freuen. 2 Minuten noch zu spielen. 2:2 hier beim HSV. Komm, ich gehe nochmal auf kontrolliert hoch. Letzten Sekunden laufen. Und wir spielen tatsächlich unentschieden beim HSV. Am Ende müssen wir es gewinnen, ne? Also wenn man sich mal rein auf die XG bezieht, dann haben wir eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Und auch wenn wir zum Schluss die Chancen nicht mehr gesehen haben, wäre da wohl noch was drin gewesen. Ich bin auch unzufrieden bei der Anzahl an Chancen. Hätten wir das Spiel wohl gewinnen müssen. Ja, wir bleiben aber natürlich weiterhin Tabellenführer. Leipzig rückt jetzt aber ein bisschen näher ran. Noch 8 Punkte von uns entfernt. Müssen wir natürlich ein Auge drauf haben auf RB Leipzig. Ja. Gegen die haben wir übrigens auch schon gespielt. Das heißt, das direkte Duell da ist durch. Die Bayern schlagen Köln mit 4:1. Frankfurt spielt nur unentschieden, was natürlich ganz gut für uns ist, wenn die zurückbleiben. Also hinter uns ist es extrem eng. Alle sind da bis auf 3 Punkte voneinander entfernt. Von Leipzig bis Wolfsburg sind es 5 Punkte. Auch Freiburg ist noch irgendwie dran, kann auch noch Champions League spielen. Logischerweise sind nur 4 Punkte. Da tummelt es sich ein wenig. Wir sind da mit 8 Punkten schon ein ganzes Stück weg. Wir haben noch 9 Spiele zu spielen. Das ist schon ein verdammt guter Vorsprung. Und wir wirken jetzt. Ja, also mal sehen. Wir haben gleich das Spiel gegen die Bayern, was wir definitiv noch zusammen machen werden. Das hier wird wieder eine kleine XXL-Folge, beziehungsweise eine große XXL-Folge. Ja, übrigens frohes neues Jahr. Habe ich noch gar nicht gesagt. Frohes neues. Folge wird erst 2024 rauskommen. Insofern, auch wenn ich das jetzt gerade am 30.12. aufnehme, kann ich euch schon mal ein frohes neues wünschen. Eine ganz interessante Statistik, die wir uns auch nochmal anschauen können, ist hier die XG-Tabelle. Also die Tabelle, die besagt, wo wir stehen würden, wenn wir alle unsere Expected Goals machen würden, wenn wir alle unsere Expected Goals against bekommen würden, also wenn alle erwartet und Tore des Gegners auch reingehen würden und dann würden wir tatsächlich nur Dritter sein. Und Erster wären die Bayern. Also die Bayern spielen eigentlich eine gute Saison und die machen halt die Tore nicht und kriegen zu viele Tore. Wir hingegen schießen zu viele Tore. Wir haben 11 Tore mehr geschossen, als eigentlich erwartet worden wäre. Wir haben damit die beste Offensive der Liga, glaube ich. Wir müssen damit die beste Offensive der Liga haben. Und ja, so viel dazu, dass wir keinen Spitzensturm haben. Ne? Also die Jungs da vorne, die knipsen echt verdammt gut. Die machen auch die eher unwahrscheinlichen Chancen dann rein. Was die Expected Goals Against angeht, sind wir so auf 0 und bei den Expected Points sind wir dann eben, also wir haben 10 Punkte mehr als erwartet wäre, die Bayern haben 12 Punkte weniger als erwartet wäre. Das ist eine ziemlich interessante Statistik, ja, und vielleicht kaschieren die Ergebnisse aktuell so ein wenig das, was bei uns schief läuft, könnte man vielleicht sagen. Ja, denn die Spiele, die wir gewinnen, die müssten wir nicht alle gewinnen, um es mal so zu sagen. So, außerdem gibt es neue Jugendspieler im Verein. Dieses Jahr sieht der Nachwuchs nicht ganz so krass aus, ehrlich gesagt. Der beste Junge ist Shihab Mairi und der... Der sieht verdammt gut aus. Junge, 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 Junge. 15 Jahre jung, 1,80 groß, 16 Antritt, 15 Balance, 13 Schnelligkeit, 16 Flair, 15 Technik. Das ist ein sehr, sehr guter Jugendspieler. Aus dem könnte richtig was werden. Wird lieber flach angespielt, zieht vom linken Flügel nach innen, ist Rechtsfuß, kann auf der 10 spielen, kann auf der 8 spielen, kann links spielen. Allrounder. 5-Sterne-Potenzial, gute Persönlichkeit, viel Flair. Ja, das ist ein guter. Dem werden wir aber sowas von schnell einen Vertrag anbieten. So schnell kann er gar nicht gucken. Nehmt das hier mal alles raus und dann kann auch gerne seine 500.000 haben. Ist völlig in Ordnung. Shihab Mairi, herzlich willkommen beim BVB. Das ist ein richtig geiler Jugendspieler. Wir schauen uns nochmal kurz die anderen an. Dennis Bettenstedt zum Beispiel sieht jetzt nicht so krass aus. Ich biete ihm trotzdem mal einen Vertrag an. Das hier mal raus. Er möchte gerne 41.000 Euro verdienen. Das ist okay. Machen wir so. Dann haben wir noch Michael Kasper. Michael Kasper nehmen wir auch mal mit. Relativ ehrgeizig. Das ist okay. Zack, zack, zack. Außerdem Manuel Schmid. Auch der ist okay. Komm, auch Manuel Schmid. Nehmen wir mal mit, der möchte nicht mal einen Profivertrag, einfach einen Jugendvertrag. Bieten wir ihm an und ich glaube, alle, die nur 3-Sterne-Potenzial haben, das lassen wir mal. Opportunist. Ja, dann würde ich hier nur nochmal auf die Persönlichkeit gucken, ob da jemand dabei ist, der irgendwie professionell ist oder sowas. Aber ansonsten lassen wir es. Ich glaube, Golan nehmen wir nochmal mit. Kobi Golan ist auch ein cooler Name irgendwie. Auch darauf muss man natürlich gucken als Fußballmanager, dass man die Jungs mit den coolen Namen mitnimmt. Kobi Golan, echt ein cooler Name. Wo kommt denn der her? Israel. Okay, Kobi Golan. Herzlich willkommen beim BVB. Hugues Taller. Auch das ist ein cooler Name. Leider ohne Ehrgeiz. Naja, ich glaube, das sind so alle Spieler, die ich ganz gerne mitnehmen möchte. Die anderen sind nicht unbedingt der Rede wert. Aber der hier, das ist eine Maschine. Geil. Boah, auch wenn ich diese Jugendspieler sehe, müssen wir eigentlich noch weitermachen, ne? Das ist schon, das macht schon Bock auf mehr. So, und damit sind wir auch schon beim Rückspiel gegen Feyenoord Rotterdam in der Champions League. Wir schauen uns nach dem Spiel natürlich auch mal an, wie die anderen gespielt haben. Ob die Bayern sich tatsächlich gegen Liverpool durchsetzen konnten und so weiter und so fort. Ob, RB Leipzig sich gegen Arsenal noch wieder zurückkämpfen konnte. Auch da schauen wir mal.
Ja, wir werden auf diese Mannschaft hier zurückgreifen mit Moukoko, Rooney, Bino Gittens, Reyna auf der 8, Karasor und Kroos. Can ist ein bisschen müde gewesen, Mario muss durchziehen. Mongala, Schlotterbeck, unsere beste Innenverteidigung, würde ich sagen. Und Tom Rothe mal auf links, weil auch Ben Zebaini ein bisschen müde ist. Tom Rothe ist gerade wieder von seiner Erkältung zurückgekommen, der ist fit wie ein Turnschuh und hat das auch ganz gut gemacht in den letzten Wochen. Er hat vor allem in der Taktik, in der Fünferkettentaktik hat er sehr gut funktioniert. Er hat auch seine ersten Tore geschossen für den BVB, war sehr zufrieden mit ihm und jetzt kann er hier reinkommen im Spiel gegen Feyenoord, hoffentlich dann in die nächste Runde einziehen. Ja, das ist das Team, lass uns reingehen. Noch kurz ein Blick auf den Gegner, da hat sich eigentlich nicht wirklich viel geändert, um nicht zu sagen, da hat sich nichts geändert, glaube ich. Das ist genau die gleiche Mannschaft wie im Hinspiel. Ich lasse es mit den Teamanweisungen mal schauen, ob das einen Unterschied macht, ob wir Teamanweisungen einstellen oder nicht. Und dann gehen wir mal rein. Ja, die erste Minute ist jetzt mittlerweile durch und wir haben unser erstes Highlight, das uns gezeigt wird. Und es ist ein Highlight für uns hoffentlich. Gio Reyna mit dem Ball. Oh, das macht er richtig gut. Gio Reyna geht da vorbei. Ganz starke Aktion von Reyna. Bailo ist dann aber da und klatscht den Ball über die Latte. Eckball. Tom Rothe, der das da von der Seite aus machen wird. Ich muss unbedingt einstellen. Das vergesse ich jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich hier im Spiel bin, denke ich daran, dass ich die Ecken umstellen muss. Wenn ich dann aber wieder rausgehe, vergesse ich es. Ich weiß nicht, was das über mein Kurzzeitgedächtnis aussagt. Wahrscheinlich nichts Gutes. So, Toni Kroos zum Eckballschützen von beiden Seiten bestimmen, bestätigen und weiter. Jetzt Freistoß Feyenoord, die hier zwei Tore brauchen, natürlich um auszugleichen. Tom Rothe ist da, um zu klären. Thiago Almada sammelt den Ball auf, spielt ihn auf Viva. Wieder Almada über links gegen zwei. Viva und Tor. 12. Minute, Feyenoord führt hier mit 1:0. Ein super Tor nach schöner Vorbereitung, sagt der FM. Haben sie recht. Das war ein super Tor. Wir machen einfach mal weiter. Also wenn es sich abzeichnen sollte, dass das Spiel so läuft wie das Hinspiel, dann werde ich ähnliche Änderungen vornehmen. Das heißt, dann werden wir ein bisschen defensiver werden. Dann werde ich mit einem balleroberen Mittelfeldspieler spielen, statt des Mesalas. Bino Gittens ist jetzt durch und den macht er. Das Spiel läuft nicht wie das Hinspiel, denn wir treffen hier zweimal in 13 Minuten und Feyenoord muss jetzt drei Tore schießen wieder. Richtig gut gemacht, Schlotterbeck auf Bino Gittens, der im Zusammenspiel mit Gio Reyna, der wartet bis Bino Gittens gegangen ist. Richtig schön durchgespielt. Ja, Bailo lässt sich den Ball dann irgendwie da durch die Achselhöhle durchrutschen. Und wir führen hier wieder mit zwei... Nee, es steht unentschieden. Habe ich gerade gesagt, wir haben zwei Tore geschossen? Ist Quatsch. Wir haben nur ein Tor geschossen. Glaube ich eben irgendwie im Gedächtnis gehabt, dass Reyna sein Ding gemacht hat. Hat aber gar nicht. Perfekt. Wenn wir schon mal über mein Kurzzeitgedächtnis reden. Also braucht Feyenoord auch weiterhin natürlich nur noch zwei Tore, um zumindest auszugleichen. Sie sind aber sehr ungefährlich hier. Also sie spielen sich kaum etwas heraus. Und ja, damit sind wir auch schon in der Halbzeit. Ich sage den Jungs mal, sie sollen fokussiert bleiben. Bloß nicht unkonzentriert werden. Dann nehme ich auch mal wieder Schlotterbeck raus, weil da ist weiterhin die Vorgabe des Medical Staff, dass er nur 45 Minuten spielen soll. Werden wir mal kein Risiko gehen, zumal das hier eh ganz gut aussieht. Ich glaube nicht, dass wir hier noch hoch verlieren. Ich hoffe es zumindest mal nicht. Also so wie der erste Halbzeit gelaufen ist, glaube ich nicht daran, dass Feyenoord hier noch zurückkommt. Aber das hätte ich jetzt wahrscheinlich wieder nicht sagen dürfen. Der FM hört bekanntlich zu und macht genau das Gegenteil von dem, was man erzählt. Das war jetzt ein richtig geiler Ball von Kroos auf Reyna, der hier ein super Spiel macht. Reyna gegen Trauner. Moukoko ist da! Aber Vegas lenkt ihn ab. Moukoko, hab ich erklärt, warum ich Moukoko habe spielen lassen? Ich glaube nicht. Der spielt vor allem deswegen, weil Füllkrug ein bisschen müde war. Weil Moukoko unzufrieden ist und weil er jung ist und Spielzeit braucht. Deswegen wollte ich ihn in diesem Spiel ganz gerne mal auf ihn setzen. Macht er bisher durchschnittlich, sage ich mal so. Also Feyenoord ist schon sehr müde. Von denen kommt jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel. Das habe ich nochmal gesagt, ne? Ist nicht gut. Almada, Torres. Mario ist da, es gibt Elfmeter. Scheiße. Oh, perfekt. João Mario mit dem Zweikampf gegen Torres, der fällt. Elfmeter wird gegeben. Ja, und jetzt tritt Thiago Almada gegen Gregor Kobel an. Er legt sich den Ball zurecht. Zwei Schritte Anlauf. Und der Ball ist im Tor. Lass uns mal ein bisschen wechseln. Okay, ich bringe mal Marcel Sabitzer. Ich bringe außerdem Emre Can. Und dann machen wir das wieder so wie im Hinspiel. Ball oben an der Mittelfeldspieler und Box-to-Box. Zack. Bisschen mehr Physis ins Mittelfeld. Außerdem muss Mario raus. Dann lassen wir mal Mongala Flügelverteidiger spielen. Einfach mal einen Außenverteidiger auf unterstützen. Wir werden defensiver. Wir müssen hier jetzt nicht mehr so viel Risiko gehen. Jetzt haben wir viermal gewechselt. Einen haben wir noch übrig. Tom Rothe können wir einfach nochmal runternehmen. Dafür Ben Zebaini bringen. Es sind auch 24 Minuten zu spielen.
Und wir liegen hinten. Wir machen weiter mit den Taktikänderungen. Wisst ihr was? Die sind sehr müde. Lass uns die mal generell hart tackeln. Vielleicht bringt das ja was. Noch 17 Minuten würde ich sagen. Jetzt kommt nochmal Feyenoord über Kajüst. Beino Gittens ist dazwischen. Sehr gut. Geht jetzt mal ein Stück. Hat ein bisschen Wiese vor sich. Beino Gittens. Kann ihn lang spielen. Macht er nicht. Oh, guter Ball. Moukoko. Hier ist viel Platz für Sabitzer. Sabitzer jetzt. Rechts ist Rooney. Rooney ganz alleine vom Torwart. Rooney gegen Beilo. Und das ist die Entscheidung. 2-2. Sehr, sehr, sehr schöner Angriff. Richtig guter Konter. Kann man nichts sagen. Der Pass von Beino Gittens auf Can ist schon super. Moukoko sieht da, dass Sabitzer richtig viel Raum hat. Verteidigung passt überhaupt nicht auf Rooney auf. Ein bisschen unverständlich. Vielleicht auch, weil sie ein bisschen müde sind. Könnte sein. Und der lupft den Ball über Beilo hinweg. Ins Tor zum 2-2. Und damit würde ich einfach mal sagen, sind wir durch. Ich bringe nochmal Benzibaini rein, um Tom Rothe runterzunehmen, weil der platt ist. Genauso wie die ganze Mannschaft von Feyenoord Rotterdam. Und damit lösen wir das Ticket für das Champions League Viertelfinale. Gegen wen auch immer. Ich weiß nicht, wann die Auslosung ist. Aber ich glaube, die werden wir uns hier in diesem Video dann auch noch anschauen. 5-3 gegen Feyenoord. Gutes Ergebnis. In keinem der beiden Spiele haben wir verloren. Auch wenn es ein ziemlicher Kampf war. Und ich glaube, mit dem Champions League Viertelfinale kann man in Dortmund schon ziemlich zufrieden sein. Ich bin jetzt natürlich sehr gespannt, auf wen wir da treffen werden. Liverpool schlägt die Bayern schon mal. 3-0 und 2-1. PSG kommt gegen Inter weiter. Tottenham ja unterliegt gegen Milan. Die kommen da weiter mit einem 4-1. Dann gehen wir nochmal auf den Mittwoch, schauen, wie die anderen Clubs gespielt haben. Wir kriegen nochmal 9,6 Millionen Euro, was natürlich auch nicht rückwärts zählt. Emre Can kriegt eine 250.000 Euro dafür, dass wir ins Viertelfinale eingezogen sind. Gönne ich dem Jungen natürlich komplett. Hat er sich verdient. Und dann gucken wir nochmal, wer noch so weiterkommt. Und dann machen wir gleich zum Abschluss der Folge noch das Spiel gegen die Bayern. Und dann ist das, glaube ich, eine runde Sache. Also, die weiteren Achtelfinalisten sind Arsenal, die sich gegen Leipzig durchsetzen. Barcelona schlägt Juve, Benfica gegen Chelsea, ein 2-4 nach den beiden Begegnungen für Chelsea. Und Manchester City gewinnt gegen Real Madrid mit 2 Toren von Nicolas Gonzalez. Den haben sie für 64 Millionen Euro von Florenz geholt. Ein ziemlich guter Stürmer, das ist vielleicht auch jemand, der uns ganz gut zu Gesicht gestanden hätte vor der Saison. Aber da haben wir das Geld noch nicht. So, und Shihab Mayri hat ebenfalls einen Vertrag unterschrieben, ist damit ein Jugendspieler des BVB und ist jetzt schon 14 bis 20 Millionen Euro wert. Also das ist mal ein kleiner Indikator dafür, dass der Junge wohl ganz gut werden könnte. Lass uns mal ganz kurz ein individuelles Training einstellen. Das mache ich einmal. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man bei jungen Spielern nicht den zusätzlichen Fokus und Position, Rolle, Aufgabe auswählen soll. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß auch nicht mal, wo ich es gelesen habe. Ich glaube, das war im FM2-Kette-Discord bei einer Diskussion. Als was sehen wir den Jungen am ehesten? Ist halt auch geil, dass er jetzt schon so gut ist in diesen mentalen Attributen wie Antizipation oder Zielstrebigkeit. Was hat er bei Entscheidungen? 9 auch schon, auch das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, der Junge wäre eigentlich ein ziemlich guter Spielmacher. Ja, ich glaube, ich lasse ihn mal Schattenstürmer trainieren. Damit hat er eben diese Attribute noch mit drin, die relativ wichtig sind. Und er hat eine Menge physischer Attribute. Der ist so schon physisch sehr, sehr, sehr guter Spieler. Und ich bin ein Freund davon, nicht unbedingt im individuellen Training nicht nur auf die Schwächen des Spielers zu gehen und die zu verbessern, sondern eben auch die Stärken eines Spielers verstärkt zu trainieren, um ihn eben darin Weltklasse zu machen. Er zum Beispiel hat jetzt mit 15 schon einen Antritt von 16. Ich kann mir vorstellen, dass wenn er 18 ist und wir seinen Antritt trainieren, komm, ich mach das jetzt mal trotzdem mit dem zusätzlichen Fokus, weil ich da Bock drauf habe. Ja, und dann kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht, wenn er 18, 19 ist, dann einen Antritt von 19 hat, Schnelligkeit 16 oder sowas. Das wäre krass. Deswegen mache ich das ganz gerne. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Spielern an. Bei einigen Spielern gucke ich dann darauf, was gravierende Schwächen sind und versuche die auszumerzen. Der hat halt keine so wirklich krassen Schwächen und deswegen finde ich, kann man da ganz gut auf die Schnelligkeit gehen, um ihn einfach zu einem absoluten Pace-Monster zu machen. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Finde ich immer interessant. Die Jugendspielerentwicklung ist ja sowieso so ein Thema im FM, ja, worüber sich viele Menschen Gedanken machen, das auch wahrscheinlich, was YouTube angeht oder was Tipps-Videos angeht und sowas, immer sehr, sehr beliebt ist. Also wenn jemand irgendwas zu Jugendspielern hochlädt, dann wird das immer gut angeschaut. Ist halt das Spannendste, ne? Also wenn du den FM spielst, dann willst du irgendwie deine eigenen Jugendspieler entwickeln, dann willst du dann deinen eigenen Stempel dem Verein aufdrücken, deine eigenen Geschichten schreiben und so, das geht halt am besten über Jugendspieler. Ja, gefällt mir am Spiel natürlich auch sehr, sehr gut. Oh, okay. Ich hatte vorhin ein Gespräch mit Youssoufa Moukoko. Da wurde offensichtlich, dass er etwas mit ihm besprechen will. Moukoko überdenkt wohl seine Zukunft beim Verein und ob er seinen Vertrag erfüllt. Brisant. Also, wissen Sie, es ist kein Geheimnis, dass ich mit dieser Situation nicht sehr glücklich bin und ich habe absolut keine Bedenken, meinen Vertrag auslaufen zu lassen und am Ende der Saison ablösefrei zu gehen, wenn nicht irgendwas gemacht wird. Alright. Das ist okay. Ich habe nicht vor, Sie vorzeitig zu verkaufen. Wir werden uns trennen. Nein. Wenn Sie das so sehen, dann lassen Sie mir keine andere Wahl als Kapitän.
Kapital aus ihnen zu schlagen, solange ich die Chance habe. Sie werden nicht bis zum Ende ihres Vertrags bleiben. Oder ich wollte wirklich nicht, dass es dazu kommt. Wenn es sie beim Verein hält, bin ich bereit, ihnen ihre Einsatzzeiten zuzusichern. Also ich möchte Moukoko nicht loswerden oder auch nicht gehen lassen. Deswegen sage ich mal das hier. Ich werde ihm seine Einsatzzeiten geben. Das klingt gut, aber ich würde gerne noch abwarten, bevor ich mich an den Verein binde. Okay. Schwierig tatsächlich. Das ist tatsächlich schwierig. Also ein Vertrag, ja gut, okay. Er ist momentan unzufrieden im Verein. Er hat nur noch Vertrag bis 26. Das heißt, ich werde ihn jetzt viel spielen lassen. Ich werde Moukoko viel spielen lassen, dass er bleibt. Ist natürlich ein riesiges Talent, das ich sehr gerne beim Verein halten würde. Ist, glaube ich, kein Geheimnis. Also jetzt gerade hat er ja schon gespielt. Ich glaube, dann werde ich ihn jetzt gegen die Bayern vielleicht auch sogar einsetzen, um ihm einfach zu zeigen, dass er hier beim Verein wertgeschätzt wird, dass er einer der Spieler ist, ja, die Zukunft mitgestalten sollen, Youssoufa Moukoko. 9 Spiele, 3 Tore ist halt echt nicht viel. Also 9 Spiele sind nicht so wirklich viel. Deswegen komm, Youssoufa macht das einfach mal von Beginn an. Bin gespannt, wie er das macht. Jetzt, wo er sagt, dass er ablösefrei gehen würde, wenn er nicht spielt, hat er natürlich auch was zu beweisen. Hat er zu beweisen, dass er eben diese Spielzeiten tatsächlich verdient hat. Ja, mal sehen. Ansonsten schauen wir mal, was wir sonst noch so machen. Ich glaube, wir bringen dann wieder Benzebaini über links, Schlotterbeck, Morgalla. Schlotterbeck weiterhin nur 75 Minuten. Ich lasse ihn dennoch mal von Beginn an spielen. Runternehmen können wir ihn immer noch. Reyna, Karasor, dann spielen wir hier mal wieder mit Chan. Ich glaube, gegen die Bayern gehe ich tatsächlich mit dieser Taktik rein. Die spielen in einem 4-3-3, sind auch relativ müde nach dem Spiel gegen Liverpool. Harry Kane im Sturm, lass uns den mal decken. Ich glaube, das ist keine so ganz schlechte Idee. Musiala tackeln wir hart, Müller decken wir auch mal. Okay, machen wir mal so. Kroos, ja, ich lasse Kroos wieder spielen. So, und jetzt erinnere ich mich tatsächlich daran. Ich werde im Angriff Toni Kroos zum Standardschützen auf beiden Seiten bestimmen. Zack. Sehr gut. Okay, Bino Gittens, Rooney, Moukoko. Dann möchte ich auf links außen... Wobei, Bino Gittens hat das gut gemacht. Dann machen wir das nochmal mit Bino Gittens und ich kann dann Adeyemi irgendwann bringen. De Vrij sollten wir vielleicht mitnehmen eventuell. Bleibt David mal zu Hause. Kommt dafür De Vrij mit. Karasor, ein Matcher, der auch leider ein bisschen zu wenig spielt. Ist auch ein Spieler, den ich sehr gerne mag eigentlich. Ja, aber an Reyna kommt er halt nicht vorbei. Okay, ich glaube, das ist die Mannschaft, mit der wir reingehen. Ich glaube, João Mario hat, seitdem er da ist, einfach jedes Spiel 90 Minuten lang gemacht. Oder fast 90 Minuten lang gemacht. Riasson wäre wieder fit. Ich glaube, im nächsten Spiel können wir den dann auch mal wieder einsetzen. Wir gehen rein ins Spiel gegen die Bayern. Mal gucken, ob diese Taktik funktioniert. Sonst wechseln wir vielleicht zur Halbzeit mal auf unser 3-4-3. Das wäre jetzt der erste Sieg in diesem Safe gegen die Bayern. Ich finde, so langsam wird es auch Zeit. Es ist ein Heimspiel. Insofern gibt es eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, um die Bayern zu schlagen als jetzt. Zumal die gerade echt nicht wirklich gut drauf sind. Sind gerade aus der Champions League ausgeschieden. In der Bundesliga spielen sie eine schwache Saison. Wir sollten die doch schlagen, Latte Musiala. Aber traditionell ist es ja auch immer so, dass die Bayern in diesen großen Spielen gegen den BVB und gegen andere gute Teams dann doch nochmal zu sich finden. Ich hoffe, heute ist das nicht der Fall. Wir haben zunächst mal mehr Ballbesitz, noch keinen einzigen Abschluss nach 15 Minuten. 28 Minuten sind durch, es ist tatsächlich sehr wenig passiert. Jetzt erobern wir wieder den Ball nach einem Fehlpass von Musiala. Reyna macht das gut. Ah, Reyna zusammen mit Bino Gittens, das sieht wirklich verdammt gut aus. Bino Gittens mit dem Abschluss, aber Manuel Neuer ist da, patscht den Ball nach außen. Und da wird jetzt Toni Kroos eine seiner gefürchteten Ecken bringen auf den kurzen Pfosten. Kroos auf Wolf, der Ex-Dortmunder, und erklärt. Moukoko auf Mario, wieder Toni Kroos, und der verliert den Ball. Jetzt können die beiden vielleicht sogar kontern über Alphonso Davies gegen João Mario, der sich da durchsetzt. Musiala mit gutem Tempo. Musiala! Keine schlechte Möglichkeit. Gregor Kobel kann den Ball aber ziemlich einfach aufnehmen. Harry Kane ist schon ziemlich müde. Könnte sein, dass sie den Ball runternehmen müssen. Wir sind hier bisher die leicht bessere Mannschaft. Wir haben mehr XG, mehr Schüsse. Ballbesitz ausgeglichen. Ich fände es nett, wenn wir vielleicht mal einen machen würden. 45 Minuten sind jetzt hier gespielt. Nachspielzeit läuft. Und wir gehen mit einem 0-0 in die Halbzeit. Ich sage, ich bin unzufrieden. Ich möchte ein bisschen mehr sehen. Vor allem offensiv reicht mir das dann doch nicht. Sind wir ein bisschen zu ungefährlich. Ich glaube, wir machen einfach genauso weiter. Im Grunde gibt es nicht wirklich große Gründe, um irgendwas zu ändern. Wir beobachten mal Moukoko. Ich denke, ich werde da irgendwann einen Füllkrug bringen, so nach 60 Minuten vielleicht. Ich werde irgendwann Sabitzer bringen für Toni Kroos. Für ein bisschen mehr Dynamik aus dem Mittelfeld, wie immer. Ja, das sind so die Dinge, die ich vorhab. Dann werden wir auch Adeyemi bringen auf Linksaußen für Bino Gittens irgendwann oder auf Rechtsaußen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass Musiala dieses Ding nicht reinmacht. Musiala! Schlotterbeck ist da, blockt den. Riesenchance für die Bayern. Musiala auch schon ziemlich müde. Lass uns auch die Bayern mal hart tackeln. Freistoß Bayern, De Ligt auf Goretzka. Nicht so schlecht. Und wieder ein Abstoß. Kobel auf Schlotterbeck. Toni Kroos, Reyna.
Reyna geht einfach mal. Der kommt immer besser rein, ne? Gio Reyna geht einmal ganz durch und spielt einen Fehlpass. Weltklasse. Aber Goretzka, da kann Jean-Mario eigentlich zwischen. Weiß nicht, warum er sich den Ball nicht schnappt. Musiala, der nicht vom Ball zu trennen ist, mit der Rückennummer 6, was auch wild ist. Musiala im Strafraum. Musiala, Goretzka, Davies. Oh, Toni Kroos sieht da sehr alt aus. Und die Bayern führen. So, dann machen wir jetzt mal unsere Wechsel. Ich bringe Sabitzer, ich nehme ihn raus, bringe Adeyemi mal auf rechts. So, halt stopp. Okay, also das sind, glaube ich, erstmal unsere Wechsel. Im Zweifel können wir gleich nochmal auf die Gegenpressing-Taktik umstellen, wenn sich da durch die beiden Wechsel nichts ändert. Ich glaube aber, dass vor allem der Wechsel von Sabitzer vielleicht nochmal ein bisschen Dampf reinbringen könnte. Die beiden sind hier in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Wir sehen aber auch echt keine Highlights. Ich habe auf erweiterte Highlights, nicht auf entscheidende. Eckball. Viertelstunde ist noch zu spielen. Gio Reyna steht jetzt die Ecken. Schlotterbeck. Vorbei. Also die Bayern sind scheinbar irgendwie nicht zu schlagen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Komm, wir gehen mal hier auf die Dreierkettentaktik. Auf das 4-2-4. Das Gute ist, dass die Mannschaft halt einfach perfekt auch auf diese Taktik passt. Ich nehme Moukoko runter, bringe Füllkrug. Stell das Ganze so rum auf. Reyna rechts, Beino Gittens links, Sabitzer, Can, Mario, Morgalla, Schlotterbeck und Benzibaini in der Innenverteidigung. Außenverteidigung natürlich. Reyna ist ein bisschen müde, Beino Gittens ist ein bisschen müde. Ich könnte Brand bringen, aber Brand ist halt im Moment nicht so gut drauf. Ich bringe mal Felix Metscher rein auf links außen. Kann er ja auch. Inverser Flügelspieler auf unterstützen, da sehe ich ihn eigentlich. Mal gucken, ob sich dadurch jetzt was ändert. Viertelstunde haben wir noch zu spielen. Ich gehe mal auf offensiv sogar. Versuchen jetzt richtig viel Risiko zu gehen. Jetzt pressen wir die Bayern da ordentlich hoch. Jonathan Tah, der zu den Bayern gewechselt ist. Bayern können sich da sehr easy befreien. Und Felix Metscher sieht eine rote Karte. Weltklasse, Felix. Ganz stark, ganz stark. Super. Und damit verlieren wir dieses Spiel gegen die Bayern. Die sind nicht zu schlagen für uns. Die sind einfach nicht zu schlagen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Wir haben hier sogar ein ganz gutes Spiel gemacht. Und dann verlieren wir 1-0. Oder jetzt vielleicht sogar 2-0. Ecke Koman. Wir klären. Morgalla, können wir kontern? Leider nicht. Angelo Brückner, Koman. Ja, abseits. Oh, Brand Adeyemi. Vielleicht. Okay. Karim Adeyemi, Weltklasse. Ja. Wir verlieren hier zu Hause 0-1 gegen die Bayern. Weil wir vorne nicht zwingend genug sind, weil die Bayern halt eine ihrer Chancen machen und weil zum Schluss dann Felix ein Matcher sich zu etwas hinreißen lässt, was wirklich nicht hätte sein müssen. Ja, und es war klar. Es war klar, dass ich, dass wir wieder in einer Folge, in einem Spiel, das wir gemeinsam machen, unser erstes Spiel verlieren. Eieiei. Und jetzt sind es wieder nur noch 5 Punkte bis Leipzig. Das heißt, es bleibt absolut spannend. Wir haben jetzt erstmal eine Länderspielpause. Was wir jetzt noch ganz kurz machen, ist die Auslosung der Champions League. Und dann entlasse ich euch in den Tag. Ich habe gerade einen Trainingsbericht bekommen von Filippo Mané. Trainer sagt zwar keinen Fortschritt, aber die Attribute, die sagen was anderes. Der entwickelt sich immer besser. Es wird zwar gesagt, dass er nur ein Spieler der Extraklasse der zweiten Bundesliga wäre, aber ich finde ihn richtig, richtig gut. Ich nehme mal hier den zusätzlichen Fokus raus, dann fokussieren wir ihn vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf die Defensivattribute. Wisst ihr was? Ich lasse ihn einfach mal konzentriert, kompromissloser Innenverteidiger trainieren, um eben diese Defensivattribute mir rauszusuchen. Tackling 12 ist halt ein bisschen wenig. Deswegen lass uns lieber weniger Attribute trainieren bei Mané und dafür dann aber die ein bisschen gezielter, dass er in den Bereichen besser wird. Außerdem zeigt Beino Gittens erfreuliche Fortschritte. Auch der hat viele schöne grüne Pfeile nach oben, jetzt wo er auch ein bisschen mehr spielt. Hat bisher nur 5 Spiele in der Liga gemacht. Das ist eigentlich wirklich nicht das, was ich wollte mit ihm. Dafür in der Champions League halt 6 Einsätze. Also das ist so der Champions League Beino Gittens aktuell. Auch den möchte ich ganz gerne ein bisschen öfter spielen lassen. So, dann haben wir hier Scouting abgeschlossen. Auch das ist interessant. Kevin Stanks, 56 bis 80 Millionen Euro. Der würde interessant werden vielleicht für die Sommertransferperiode. Felix Metscher. Okay, dann gehen wir mal rüber zur Auslosung. So, also Champions League Auslosung fürs Viertelfinale. Es sind insgesamt noch 8 Vereine mit dabei. Wir gucken uns die Auslosung mal an, beziehungsweise wir machen das Ganze mal im Schnelldurchlauf. Spiel Nummer 1. Milan, Arsenal, Barca, Chelsea, Liverpool, PSG und Man City. Ich weiß nicht, wen ich mir davon wünschen soll. Ich hätte vielleicht Bock gegen Arsenal zu spielen. Finde ich irgendwie cool. Schauen wir mal. Okay, erst auswärts wäre auch gut. Jetzt, wenn wir jetzt wieder gelost werden würden, wäre ich zufrieden. Es wird Chelsea, ein englisches Duell.
Paolo Maldini zieht übrigens hier die Kugeln. Zweites Los. Wir sind da. Gegen wen müssen John Lucas und Co. ran? Es wird PSG. Okay. Gegen die sah es ja dieses Jahr in der Realität ganz okay aus. Mal schauen, ob wir das ja jetzt hier im FM auch so gut hinkriegen. Also, ja, das ist doch ein ganz nettes Los. Also, nächste Folge haben wir damit das DFB-Pokal-Halbfinale und das Viertelfinale in der Champions League gegen PSG. Da freue ich mich schon sehr drauf. Werde ich direkt morgen weiterspielen. Habe ich Bock drauf. Und dann haben wir natürlich noch das Rennen, den Schlusssport in der Bundesliga, in dem es für uns ja um sehr viel geht. Freue ich mich sehr drauf. Danke für euch für den ungebrochenen Support für diese Serie. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Übrigens, frohes neues Jahr. Habe ich noch gar nicht gesagt. Frohes neues.